swimming pool or a clear lake or pond, and if the water moves, then your face also moves. So now your face is not moving, but it looks as if this is moving, although it's only the water which is moving. So wenn wir unser Spiegelbild in einem Wasser sehen, das sich bewegt, dann denken wir, wir bewegen uns selbst auch, aber eigentlich ist es nur das Wasser, das sich bewegt. So actually, I, the soul, is absolutely free from all problems, from troubles, but because I am identifying with the mirror, I am thinking I am the mirror, and mirror is dirty, mirror is sad, unhappy, painful, miserable, then I feel I am unhappy, I am painful, I am miserable, I am lost, I am confused, I am ignorant. All these designations I superimpose onto myself. So, obwohl wir natürlich spirituell vollkommen rein sind und ohne Probleme, ohne Angst und Furcht, identifizieren wir uns dennoch mit diesem Spiegel oder mit diesem Abbild in diesem Spiegel, und dann kommen eben unsere dann stülpen wir praktisch über unser eigenes Ich, über dieses Atma, dieses Abbild, und dann haben wir diese Idee, dass ich traurig bin oder glücklich oder unwissend und so weiter. So, unless we will clean our heart, we will always keep on suffering unnecessarily. So, wenn es uns nicht gelingt, diesen Spiegel des Herzens zu reinigen, dann wird es uns auch nicht gelingen, glücklich zu sein. Dann werden wir immer leiden. And when we do not know the cause of our real suffering, we keep on looking for this cause in a wrong place. Und wenn wir aus Unwissenheit eben nicht wissen, wo wir für den Grund unseres Leides suchen müssen, dann werden wir immer an falschen Plätzen suchen. And then we feel lost and unhappy. Und wir fühlen uns verloren und unglücklich. So Kirtan, this chanting of the names of God, this is the process to remove the dust from our heart. That is the first statement he makes, Cheto Darpan Marjanam. That Kirtan will clean the dust from the mirror of the heart. Heart is compared to a mirror, and the dust is the impurities in our heart. So Kirtan ist eben der Weg, diesen Spiegel des Herzens von allem Unerwünschten, von allem Staub zu reinigen. So we all want love. We all want affection, we want to have good relationship with our fellow beings, but it is not possible if we have the dust in the form of envy and greed and jealousy and pride. All these things are there. This is the dirt which is covering our heart. So love and jealousy, love and envy, love and pride, love and greed, all these things cannot exist together. So jeder in dieser Welt möchte Liebe und Zuneigung und Zufriedenheit, aber solange wir eben diese Unreinheiten in unserem Herzen tragen, in Form von Lust und Neid und Eifersucht, ist es nicht möglich, diese Liebe zu erlangen, weil Liebe und Eifersucht oder Liebe und Neid und Liebe und Stolz geht nicht zusammen. So human beings are not suffering because there is lack of food or there petrol prices are going up, or because there is a drought, or because there is unemployment. These are not the real reasons of human beings suffering. The real reasons are that there is lust, greed, anger, envy, jealousy in our heart, and because of that, then other problems are created outside. Then there is war, then there is terrorism, then there is greed. Because there is greed, then people are trying to control the prices, they want to enjoy more and exploit others. So the real problems are coming from inside, manifest outside. So, es sind nicht die Probleme, dass wir zum Beispiel zu wenig zu essen haben oder dass die Benzinpreise steigen, die uns wirklich bedrücken, sondern es sind diese Unreinheiten des Herzens in Form von Lust, Stolz und Neid und Gier, die eben diese äußeren
Entsprechungen manifestieren, weil aus Gier werden andere Leute unterdrückt und werden Kriege geführt und so weiter. Und das bringt dann das Leid. So, was wir in uns tragen, diesen Stolz, diese Gier, diese Neid, Eifersucht und so weiter, das projizieren wir dann nach außen und dann entstehen diese Probleme, die uns dann problematisch oder Probleme geben. Und so human being is the greatest enemy of human being. So der Mensch ist eigentlich der größte Feind des Menschen. We are creating our own problem. Wir produzieren unsere eigenen Probleme. There was a great poet in India, his name was Rabindranath Tagore. He was the only person who got Nobel Prize. Indians usually don't get this Nobel Prize. He was the first one to get and probably the last one. So, der Rabindranath Tagore, ein großer indischer Dichter, auch der einzige Inder, der je einen Nobelpreis gekriegt hat und vielleicht auch der letzte ist, der hat wahrscheinlich vorhin gesagt. So, he wrote a very nice poem. And in that poem, he is explaining that there is one man and he is inside a prison. And his hands are bound by the chains. His legs are also bound. He's in this very strong room, strong walls, there are iron bars, he can only look outside, but he can hardly move. So the poet goes to this prisoner and asks him a question, that why are you here? Also der Rabindranath Tagore hat ein Gedicht geschrieben über einen Gefangenen, der also im Gefängnis sitzt, und dessen Hände gefesselt sind, der Ketten an den Füßen hatte, der an allen Fenstern vergittert war und der sich kaum da drin bewegen konnte. Und diesen Gefangenen hat der Dichter besucht und hat ihm eine Frage gestellt. Warum bist du hier? So this man said, well, it is the Justice Department. They have given me punishment for to be in the prison for the rest of my life. Und der Gefangene hat geantwortet, es war das Gericht, das mich verurteilt hat, den Rest meines Lebens im Gefängnis zu verbringen. So he says that that means the cause is this Justice Department to put you. And this prisoner said, yes, because of them I'm here. So der Grund ist das Gericht, das mich hierher gebracht hat. So then this poet asked him that, but why did they put you here? You must have done something. Dann hat der Dichter gefragt, aber warum haben sie dich dafür verurteilt? Du musst irgendetwas ausgefressen haben. So he says, yes, I committed a murder. Jawohl, ich habe jemanden umgebracht. So then the poet said, that means you are here, you are chained, you are in the prison, not because of the judge, but because of yourself. Dann hat der Dichter gesagt, so, du bist nicht wegen dem Richter hier im Gefängnis und angebunden und angekettet, sondern du bist wegen deinem eigenen Handeln da. So we are the cause of our own suffering. So wir sind der Grund für unser eigenes Leid. We cause suffering to ourselves and to others. Wir verursachen Leid für uns selbst und auch für andere. And when we cause suffering to others, we are also causing suffering to ourselves, because by the law of karma, if I make someone else suffer, then I also have to suffer as a consequence of that, sooner or later. So wenn wir Leid für andere verursachen, dann verursachen wir gleichzeitig auch Leid für uns, weil das Gesetz des Karmas wird das ausgleichen. And why do we make others suffer? Warum verursachen wir Leid für andere? Because of the impurities in our heart. Wegen den Unreinheiten in unseren Herzen. Because if our hearts are pure and clean, then we will only love others, not hate them, not make them suffer. Wären unsere Herzen rein, dann würden wir andere nur lieben und nicht ihnen Leid verursachen. So we all know this, but we don't know the process how to clean the heart. So das ist uns alles allen verständlich, aber wie können wir unser Herz reinigen? We all want that we are full of love. And our hearts are clean. Nobody wants to be known as, oh, he is a very angry person. She is a very envious woman. And nobody likes this.
statements about themselves. So, niemand mag, wenn als besonders neidisch oder gierig bezeichnet wird. Das mag man nicht. Jeder mag als liebevoll bezeichnet werden. We like to hear that, oh, you are a very clean-hearted person, you are a very simple-hearted person, your heart is very pure, you are a very lovely person. We like to hear this. So, wir hören lieber, dass wir eben ein einfaches, ein liebes Herz haben. But the point is that at present there is some dirt in the heart and we have to clean it, and the process is not known. So Chaitanya Mahaprabhu, out of his compassion, he gave this process, how to clean the heart. So, diese Unreinheiten sind in uns und wir müssen sie reinigen. Und wenn wir wussten, oder wir wissen den Prozess nicht, und deswegen hat Chaitanya Mahaprabhu aus seiner Barmherzigkeit heraus uns den Weg gezeigt, wie wir unser Herz reinigen können. Then in the second verse he explained that why, because the question may immediately be raised that how kirtan can clean my heart. Im zweiten Vers erklärt Mahaprabhu dann, wie das vor sich geht, dass dieser Kirtan unser Herz reinigt. So you may have seen some ads, I think in every country they have, that these companies which make this liquid for cleaning cloth, and they will show that some kid, he goes out and he plays and he comes back, all his dress is dirty, that t-shirt is dirty, then the mother takes it out, puts it in a washing machine, pours the liquid, cleans, and it's not clean. She sees it's not clean. So, es gibt in der Werbung natürlich auch trickreiche Dinge, wie zum Beispiel für Waschmittel. Da kommt ein total verschmutzter Junge heim. Die Mutter zieht ihm das T-Shirt aus, schmeißt in die Waschmaschine, tut irgendein Waschmittel hinein und holt das T-Shirt raus und es ist nicht sauber. So then they will show this another model, Lysol or whatever, some famous company. And Rinso. 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 So then the Rinso will come and then they will show how she puts Rinso and then the shirt is just sparkling white. Und dann wird natürlich die Lösung gezeigt und das Persil wird in die Waschmaschine gemacht, und wenn man das dann rausholt, dann glitzert das T-Shirt richtig vor Sauberkeit. So therefore if you have to clean this heart, you need a very strong Rinso. So, das indische Persil heißt Rinso und das muss also wirklich sehr stark sein, um unser Herz zu reinigen. Because the dirt is sticking inside very strongly, holding on to it. Diese Verschmutzung, die ist schon sehr, sehr stark und sehr klebrig an unserem Herzen. So just as the dirt is not part of the shirt, it is external, therefore you can remove it. Weil eben diese Verschmutzung auf dem T-Shirt nicht das T-Shirt selber ist, sondern etwas Äußerliches hinzugekommen ist, deswegen kann man es auch wieder wegkriegen. So similarly, these impurities in the heart, they are not part of the heart. They are external, therefore they can be removed. Und genauso ist es mit diesen Eindrücken im Herzen, die sind auch von außen hinzugekommen und deswegen können sie auch wieder entfernt werden. And the most powerful detergent to clean, Chaitanya Mahaprabhu said, Nama Nama Kari Bahudan is Sarva Shakti Tatrapita Niyamita Smarnena Kala Etadrishi Tav Kripa Bhagavan Mamati Dur Devam Idrisham Iha Nanujan Anuraga. Second verse, so he says that the name of God is the powerful detergent. So Chaitanya Mahaprabhu sagt, um das Herz zu reinigen, ist eben dieser Kirtan das beste, in Anführungszeichen, Reinigungsmittel. He said that just as God is omnipotent, then his name is also omnipotent. Gott selbst ist allmächtig und diese Allmacht ist auch in seinem Namen. As much power God has, his name also has the same power. Der Name Gottes ist gleich mächtig wie Gott selbst. But God is not present in front of our eyes. Gott ist nicht sichtbar vor unseren Augen. But name is there. Aber der Name ist da, ist uns zugänglich. So name of God therefore is even more important than God himself. Deswegen ist für uns der Name Gottes noch wichtiger als Gott selbst.
So Chaitanya Mahaprabhu said that name is there available to you, and it is through the name you can reach God. So Chaitanya Mahaprabhu sagt, dass der Name uns zugänglich ist und durch den Namen können wir Gott erreichen. It's like if you want to meet some person in another city or another country, you have to know the name of that person. Wenn wir jemanden besuchen wollen in einem anderen Land, dann müssen wir erstmal den Namen dieser Person wissen. You cannot search another person even in this town if you don't know the name of that person, then somebody will ask whom they want. Wir können niemanden suchen, von dem wir den Namen nicht wissen. So you say, well, I want to meet a person. And you say, but whom do you want to meet? Ja, wir möchten jemanden suchen, dann werden wir natürlich gefragt, ja, wen wollt ihr suchen? So therefore, if you want to know God, if you want to meet God, you also have to know his name. So wenn wir Gott suchen und Gott sehen wollen, dann müssen wir auch seinen Namen kennen. And God is present in his name. Und Gott ist anwesend in seinem Namen. Because God is free from duality. In Gott finden wir keine Dualität. In our case, we are different from our name, therefore we can change name. In unserem Fall ist es anders. Wir selbst sind verschieden von dem Namen, den wir angenommen haben, und deswegen können wir den Namen auch ändern. Before I came to spiritual life, I had another name. Then I came to spiritual life, I changed my name. Now I have this name. Babaji sagt, bevor er sogar ein Devotee geworden ist, hat er einen anderen Namen, und dann mit der Einweihung hat er einen anderen Namen bekommen. So we can change name, but I'm not changed. I'm the same person. Obwohl wir die Namen wechseln, sind wir dennoch dieselbe Person. So my name and I, we are two different things. So unser Name und wir selbst, das sind zwei Dinge. But God and his name are same. Im Falle Gottes und seines Namens ist da kein Unterschied, das ist dasselbe. When we are taking the name of God with our tongue, then God is present on our tongue. Wenn wir mit unserer Zunge den Namen Gottes aussprechen, dann ist Gott anwesend in diesem Namen. And when we hear that name through our ear, then that sound goes into the heart. Und wenn wir diesen Klang des Namens Gottes hören mit unseren Ohren, dann erreicht dieser Klang auch unser Herz. We have five senses. Wir haben fünf Sinne. With those five senses, we sense five things. Und mit diesen fünf Sinnen können wir fünf Sinnesobjekte erfahren. We taste an object with our tongue. Wir schmecken ein Objekt mit unserer Zunge. We see the form and shape or color of an object with our eyes. Wir sehen die Form, die Farbe oder mit unseren Augen. And we smell the fragrance with our nose. Wir erfahren den Geruch eines Objektes durch unsere Nase. And we can feel an object, whether it is soft or hard or cold or hot, by touching it. Und wir können fühlen, indem wir ein Objekt anfassen. And then we hear sound with our ears. Und wir hören Klang mit unserem Ohr. Out of all these sensations, sound is that which goes the deepest inside us. Und von all diesen Sinneswahrnehmungen geht der Klang am tiefsten in unser eigenes Selbst. Therefore, sound is the most powerful thing which has effect on our heart. Deswegen ist auch der Klang das wirkungsvollste, das also die tiefste Wirkung auf unser Herz hat. All the big changes which have happened in society, whether good or bad, they have all happened because of the sound. Und alles, was sich in unserer Gesellschaft zugetragen hat, auch alle großen Veränderungen, gut oder schlecht, wurden durch Klang verursacht. So, it is by speaking, by writing, that people have brought change in the society, by the word. Durch Sprechen, durch Schreiben, durch das Wort, wurden Veränderungen in der Gesellschaft hervorgerufen. So, similarly, when you sleep, then it is by sound that we wake you up. Auch wenn wir schlafen, ist es nur möglich, uns durch Klang zu wecken. If you just put a nice fragrant flower next to you when you're sleeping, you're not going to wake up. Wir werden also nicht aufwachen, wenn wir eine duftende Blume neben uns stellen. Or if we can put a nice cake cooked by Marianne.
Kamala, when you're sleeping, you're not going to wake up that, okay, there's a cake, I have to eat it now. Oder wenn wir einen Kuchen neben das Bett stellen, dann werden wir davon auch nicht aufwachen. But if someone calls you by the name, then you wake up. Aber wenn jemand unseren Namen ruft, dann werden wir aufwachen. So similarly, when we call the name of God, that brings God closer to us. So, wenn wir den Namen Gottes anrufen, dann wird Gott sich uns auch nähern. And this is the philosophy behind doing kirtan. Und das ist die Wahrheit, die hinter diesem Kirtan, diesem Sankirtan steht. This Hare Krishna, these are just names of God, which are defining the qualities of God. I have already explained that. Und diese Namen Hare Krishna, das sind die sind Qualitäten Gottes. Then in the third sloka, Chaitanya Mahaprabhu gives the qualification for chanting, that what should be the mood in what is, because for every process, for every activity, we need some eligibility. Im dritten Vers erklärt Chaitanya Mahaprabhu, was für Voraussetzungen man haben muss, um Kirtan ausführen zu können, weil für jeden Prozess, den man anfängt, muss man eine gewisse Qualifikation haben. So if you want to become a good football player or tennis player, or you want to be a musician or a singer, you need certain eligibility to be successful in that field. Wenn wir also ein guter Fußballspieler oder Musiker werden wollen, dann müssen wir eine gewisse Qualifikation mitbringen, um in diesem Feld erfolgreich zu sein. So I always say that there are two ways of doing a thing. One is the proper way of doing it, and the other is improper. The improper way of doing it. So, es gibt zwei Wege, etwas zu tun, den richtigen Weg oder den falschen Weg. And when you do something properly, you get proper result. When you do improperly, you get improper result. Und wenn wir etwas auf die rechte Weise tun, dann werden wir auch das richtige Resultat, das richtige Ergebnis bekommen. Wenn wir etwas auf falsche Weise tun, werden wir auch nicht an dem gewünschten Ziel ankommen. So in the third verse, he gives the mood, the eligibility, how we have to chant. It says, Tranada Pisuni Chaina, Tarori Vasayishmana, Amani Namanadena Kirtaniya Sadahari. That we should always do Kirtan of Lord Hari while giving respect to others, not expecting respect from others, being tolerant and doing welfare to others. So these are the qualifications. In this mood we have to do the Kirtan. So, wir sollen also den Kirtan mit den Namen Krishnas ausführen, in einer demütigen Haltung, allen anderen Respekt geben, keinen Respekt für uns erwarten und uns demütiger fühlen als das Gras auf der Straße. So, basically what he is saying is that we have to be humble. Was damit ausgedrückt ist, wird, dass wir im Grunde demütig sein müssen. Because if we are proud, then God will say, well, this person does not need my help. Wenn wir stolz sind, dann könnte Gott denken, dass dieser Mensch seine Hilfe gar nicht nötig hat. So we have to approach God. If we want God's grace, we have to approach in a very humble mood. So, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erlangen wollen, dann müssen wir Gott in einer sehr demütigen Haltung nähern. And there is no need to be proud, because whatever we possess is all material and it belongs to God. Es macht auch keinen Sinn, stolz zu sein, weil alles, was wir besitzen, ist materiell und gehört sowieso Gott. It can be taken away anytime. Und es kann uns jederzeit genommen werden. Our wealth, our ability to speak, or if we have good memory, good intelligence, good physical power, anything we have, it can be taken away in a second. So alles, was wir besitzen, Kraft, gute Erinnerungsvermögen, die Fähigkeit zu sprechen, alles kann uns in einem Bruchteil einer Sekunde genommen werden. And in due course of time we will lose everything anyway. Und mit der Zeit verlieren wir so alles. Because when we die, then all the things which are related to our body, whether it is physical power or mental power, they are all lost. Weil zum Zeitpunkt des Todes wird alles, was sich auf diesen Körper bezieht, verloren. Ob sich jetzt auf den groben Körper, unsere Kraft und
oder auf unsere geistigen Fähigkeiten bezieht. Wir verlieren alles. So, there are so many stories in Purana, especially in Mahabharata. We read some stories where it is depicted that whenever somebody becomes very proud, then God does not help that person. And as there is a very famous saying in English that pride comes before the fall, and that person falls. So, es gibt sehr viele Geschichten, lehrreiche Geschichten, vor allem in den Puranas und im Mahabharata, die über diesen Stolz berichten. Und jeder kennt dieses Sprichwort, dass Hochmut kommt vor dem Fall. So nobody appreciates a proud person. Niemand mag einen stolzen Menschen. If you have your friend or relative and he or she is very proud, then you don't like that person. You want to be away from them. Wenn Freunde plötzlich stolz werden, dann können wir die nicht mehr so richtig als Freunde annehmen. So God is also like that. Gott ist ähnlich, oder? So he likes people who are simple and humble, sincere. So Gott mag auch Menschen, die einfach sind, die demütig sind und ernsthaft sind. And then in the next verse, he says, na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye. Mama janmani janmanishvare bhavtar bhakti rahit ki tvai. So, in this verse, he is praying. Chaitanya Mahaprabhu himself is showing the path by his own example. Says that if you want to achieve success, then we have to very much fixed on our object. If we become deviant in 15 different directions, then we cannot reach the goal. So Chaitanya Mahaprabhu gibt jetzt das praktische Beispiel und die Essenz davon ist, dass wenn wir unser Ziel erreichen wollen, dann müssen wir uns darauf sehr gut konzentrieren und wir können uns nicht in 15 andere Dinge auch noch verlieren. If I had to go from here to Frankfurt, then I should take the highway which goes to Frankfurt, not that which is going to Zurich. So, wenn wir nach Frankfurt wollen, müssen wir eben auch die Straße nach Frankfurt nehmen und nicht zuerst nach Zürich gehen. Or sometimes I take the highway which goes to Zurich, then I come back and I go on the highway which goes to Amsterdam, then I go something which goes to Frankfurt, then I will not reach anywhere. I will keep on shifting from one highway to another highway. Wenn wir nicht so genau wissen, wo wir hinwollen, dann mögen wir die Straße nach Zürich nehmen und dann wieder zurückkehren und dann die andere Straße probieren nach Amsterdam und dann wieder eine andere und wir werden letzten Endes überhaupt nirgends hinkommen. So Chaitanya Mahaprabhu says that I do not want wealth, I do not want power, I do not want followers, I want only love of God. So Mahaprabhu sagt in diesem Vers, dass er also nicht Kraft und Macht möchte, nicht Reichtum, sondern er möchte nur Liebe zu Gott. That means our goal of life has to be fixed. If I want purity of the heart, if I want God realization, self-realization, mukti, moksha, whatever I want, I should fix my mind on that and should work for that. So this is how the power comes. If we want success, we have to fix our mind on the goal and we have to be very clear, this is what I want. Not that today I want this, tomorrow I read another book. And I say, well, this also looks good, actually, maybe I should try this. Many times people do that, they read books. These days there are a lot of self-help books, that if you have a particular type of disease, ailment, then they will say, well, you take carrot juice, this is very good. And another guy says, you should eat sprouts in the morning. Somebody else will say, you should drink water with these ions or molecules like this. So you keep on shifting, you become clear about the goal, about the process and follow it. So, das war sehr lang. Das Wichtigste ist, dass wir eben uns über unser Ziel erstmal klar sein müssen. Dann müssen wir uns auch konzentrieren und den Weg gehen. Und es gibt heutzutage eben sehr viel Informationen. Für diese Krankheit wird Karottensaft und ein anderer empfiehlt Sprossen und der andere irgendwie ionisiertes Wasser und so weiter und so weiter. Und das hat alles so eine Anziehung für uns und wir mögen heute dies probieren, morgen dies und das. Und das führt uns letztendlich nicht zum Ziel, sondern wir müssen auch den Weg verfolgen, der zum Ziel führt. So we all want money, there's no doubt about it, because without money you cannot survive. But so ohne Geld können wir nicht überleben, so wir brauchen es.
But money is not the ultimate goal of our life. Nobody has money as the goal of life. Aber es ist nicht das Ziel unseres Lebens, Geld zu haben. Because money is only by for buying things. Mit dem Geld wollen wir nur andere Dinge kaufen. If I just give you money, millions of euros, and don't give you food, what will you do? So wenn uns jemand Millionen von Euros gibt und kann nichts zu essen, dann was sollen wir dann damit tun? And when you are starving to death and somebody comes with a piece of bread and you have a million euro, you will say, take this million euro, give me this piece of bread. Und wenn wir wirklich am Verhungern sind und uns jemand ein Stück Brot anbietet, dann werden wir alles unser Geld dafür geben. So money is not